Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute Nacht bin ich mal wieder unterwegs hier am Ammersee, um ein schönes Motiv irgendwo aufnehmen zu können. Ich bin ja mit meiner Familie vor ca. 1,5 Jahren hier an den See gezogen und habe noch lange nicht alle Fotospots tagsüber ausfindig gemacht. Und auch heute bin ich unterwegs, jetzt mal wieder in der Nacht, weil tagsüber ist es so, dann bin ich in meinem Hauptjob im Büro, in der Personalabteilung, in einem IT-Konzern. Und wenn ich dann abends nach Hause komme, bin ich einfach für meine Familie, für Frau und Kind da. Da bleibt eigentlich nur, in der Nacht loszugehen und seiner Leidenschaft der Landschaftsfotografie zu frönen. Wenn irgendwas hängen bleibt oder ich euch motivieren kann, selbst in der Nacht bei Minusgraden loszutigern, freut es mich natürlich. Ja, Freunde, ich habe ja fast alles richtig gemacht. Ich habe mir den Steg im Internet herausgesucht hier am Ammersee. Wir haben abnehmenden Vollmond. Jetzt ist es so, dass der Steg leider zur Hälfte abgebaut ist. Aber vielleicht ist es ja trotzdem ein interessantes Motiv. Aber hier habe ich jetzt eine extreme Schwierigkeit. Am Steg dran hängt ein Motorboot, so ein ganz kleines. Es gibt ein kleines bisschen Wellengang und es reicht aus, dass das Boot hin und her wippt. Jetzt ist es nachts so, dass ich immer gern 10 Sekunden, 20 Sekunden lang belichte, um die Wasseroberfläche schön glätten zu können. Wird jetzt wirklich eine Herausforderung, ein Bild zu machen, dass der Steg scharf ist und auch das Boot. Also das dürfte eigentlich nicht wackeln und das ist ganz lose irgendwie angebunden. Und ich kann es jetzt schon mit freiem Auge sehen, das schwappt und wackelt hin und her. Entweder warte ich jetzt auf Windstille, das kann aber noch lang dauern, das habe ich jetzt nicht vor. Oder ich habe halt einfach mal Glück, dass das Boot vielleicht zu den Pfählen irgendwie rüberzieht und da vielleicht 6-7 Sekunden einigermaßen ruhig bleibt. Also das ist jetzt eine Herausforderung. Wenn ich mir jetzt wirklich symmetrisch, also direkt vor den Steg stelle und habe die Stegmitte auch in meiner Bildmitte. Andere Möglichkeit ist natürlich, den Steg hier von der Seite zu fotografieren, dass er von links in die Bildmitte reinragt. Das ist auch eine Möglichkeit. Da könnte eigentlich das Auge des Betrachters von links in die Mitte reinwandern. Das habe ich schon mal in einem anderen Video mit einer Steinmauer ausgemacht. Das Bild kam eigentlich auch ganz gut an. Ja, aber auch nur so lernt man eigentlich dazu, wenn man immer wieder auf andere Verhältnisse trifft und sich auf die Situation einfach einstellt und das Beste rausholt aus dem Ganzen. Wenn man es irgendwie hinkriegt, freut man sich halt doch am Ende. Ja, und leider, also so wie ich das Boot jetzt wahrnehme, kann ich keine 20 Sekunden lang belichten. Also vielleicht maximal 6 oder 8 Sekunden. Eine andere Option ist halt, das Boot ganz nah an die Pfähle ranzuziehen und da nochmal einen Knoten dran zu machen. Aber da müsste ich ins eiskalte Wasser rein. Und jetzt bei minus 4 Grad Außentemperatur habe ich da halt auch keinen Bock drauf. So, ich habe jetzt meine Kamera ausgerichtet. Ich habe sie so hochgestellt, wie es nur geht, dass ich den Steg von oben auch etwas fotografieren kann. Ich stehe direkt hinter dem Steg, also der ist in der Bildmitte. Und was hier ganz geil ist, vielleicht kann man es ja sehen, sind diese Holzbohlen. Und diese Holzbohlen lenken meine Richtung eigentlich in Richtung Steg. Und es könnte eigentlich ganz geil aussehen auf dem Foto. Ich mache jetzt mal einen Testshot. Ich fange jetzt mal mit 6 oder mit 8 Sekunden an und hoffe einfach, dass sich das Boot nicht allzu sehr bewegt, weil sonst ist das Bild unscharf, beziehungsweise das Boot, und das macht mein Bild kaputt. Ich fotografiere jetzt mit ISO 1600, einer 2,8er Blende, ein 35mm Objektiv von Sony, dieses mit der 1,4er Blende, aber ich habe jetzt mal auf 2,8 hochgeschraubt, dass der Steg einigermaßen scharf zu sehen ist. Schärfe gibt es beim Inder, aber nicht bei mir, ne? Kennt ihr den Spruch? Ja, und 6 Sekunden Belichtungszeit. Und in den 6 Sekunden sollte das Boot hoffentlich ruhig stehen. Ich meine, das Boot hat sich jetzt minimal bewegt. Ich glaube, ich kann damit leben.
Aber ihr seht, ich stehe jetzt hier schon locker eine halbe Stunde, habe mir Gedanken gemacht, wie mache ich das Foto. So habe ich es gemacht. Jetzt suche ich mir nochmal eine andere Perspektive. Gut ist es, wenn man Handschuhe dabei hat bei so einer Kälte. Ich muss mal im Rucksack nachschauen. Also was sich hier jetzt gerade anbietet, ist den Steg von der Seite aufzunehmen. So ist das Boot verdeckt. Ich kann länger belichten. Ich nehme jetzt auch wirklich 15 Sekunden lang auf mit einer 2,8er Blende, ISO 640. Das Wasser wird spiegelglatt sein. Die Lichter am gegenüberliegenden Ufer sind auch ganz gut zu erkennen. Es ist gar nicht so easy, die richtige Position zu finden. Ich möchte einerseits noch ein bisschen was von dem Ufer aufnehmen, andererseits will ich diese hässlichen Büsche nicht drauf haben. Aber wisst ihr was? Lieber tüftel ich hier rum und verstelle mein Stativ ein paar Mal und mache dann am Ende nur ein Foto. Ich muss auch nur ein Foto bearbeiten, wenn ich es geil finde, anstatt 100 Fotos durchzugucken, die alles scheiße sind. Jetzt bin ich nochmal 4 Kilometer weitergefahren in den nächsten Ort, nach Diesen an Ammersee. Hier ist ja auch so ein Dampfersteg und ich habe hier zwei geile Spots gefunden. Zum einen wieder mal ein Steg mit so einem Fernrohr oder so einem Ausguck und noch einen Fluss, der hier in den Ammersee reinmündet und den will ich auch noch aufnehmen. Hier wieder ganz klassisch stelle ich mich in die Mitte des Steges. Um vom Steg auch möglichst viel zu sehen, schiebe ich jetzt das Stativ wieder auf die komplette Höhe hoch und richte die Kamera wieder mittig aus. Und hier kann ich jetzt wieder 25 Sekunden lang belichten, dass das Bild richtig schön hell wird, weil sich hier nichts bewegt. Hier ist niemand, hier bewegt sich nichts. Was mir echt ganz gut gefällt, ist dieses Teil hier. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Dieser Ausguck, dieses Fernrohr. Macht was her. Vielleicht gehe ich auch noch ein bisschen näher ans Bild ran. Jetzt schieße ich hier erstmal das Bild mit einer 4er Blende. ISO 400 und 25 Sekunden Belichtung. Da haben wir auch noch 2 Sekunden Auslöseverzögerung, dass hier nichts wackelt. Ich fotografiere dieses Bild ja sehr weitwinklig, auch mit dem 14 mm Objektiv von Samyang. Und ich denke, ich kann noch ein Stück näher rangehen, weil weitwinklig bedeutet ganz nah ran an die Materie. Und ich will ja dieses Fernrohr auch ganz geil aufnehmen, deswegen gehe ich echt nochmal näher ran. Muss man halt schauen, wie wirkt es geiler so. Ist auch bei dem Bild wichtig, dass das Geländer, also das links und rechts, auch so konisch zuläuft in meine Bildecken. Es ist zwar nur ein Steg, aber schaut irgendwie trotzdem geil aus. Und hier kommt mir halt dieses Stativ sehr zugute, dass ich die Mittelsäule richtig hochfahren kann. Also ich bin 1,76 groß und das Ding ist jetzt bestimmt auch auf 1,76 oder 1,80. Keine Ahnung, wie hoch das wirklich ist. Gut, das Bild ist im Kasten, jetzt geht's rüber zum Fluss. Da ich faul bin, baue ich jetzt die Kamera gar nicht großartig ab. Hat man halt immer die Gefahr, dass irgendwas runterfällt, aber wird schon klappen. Also ich bin jetzt hier am Fluss angekommen und ich könnte jetzt das Foto auch einfach von der Brücke hier im Hintergrund machen, könnt ihr die sehen. Aber ich bin der Meinung, das ist ein Touri-Foto, einfach von der Brücke runterwärts. Ich gehe runter zum Fluss, runter an die Wasseroberfläche. Da wird es wahrscheinlich sehr, sehr laut sein. Ich probiere es trotzdem mal aufzunehmen, wie ich dabei vorgehe. Oh, ist das kalt, Leute. Ist das kalt. Oh, ich stelle jetzt hier das Stativ erstmal her. Wow. Wisst ihr was, es ist nicht nur arschkalt, es ist auch noch feucht hier unten unter der Brücke. Aber es ist mir jetzt auch wurscht. Das Bild nehme ich auf. Leute, es ist Zucker. Auch hier belichte ich jetzt 25 Sekunden lang, dass dieser Fluss spiegelglatt in den Ammersee hineinläuft. Fokussiert habe ich auf eine Straßenlaterne, die hier ganz in der Nähe ist.
also das ist vielleicht 30 Meter weg und meine Kamera gibt mir an, in der Meteranzeige, dass das Licht 2 Meter weg wäre. Also verlasst euch nicht auf die Meteranzeigen beim Fokussieren des Objektivs. Das wird nichts, beim Samyang zumindest nicht. Auslöseverzögerung, 5er Blende, ISO 400. Bisschen pennermäßig hier unter der Brücke. Vielleicht liegt hier einer schon. Kein Penner da, Gott sei Dank. Das ist auf jeden Fall mein erster Ghetto-Spot, in dem ich hier Fotos mache. Patschnass ist hier unten. Aber das Bild ist es wert, Leute. Schon irgendwie geil. Ich krieg dabei irgendwie so einen kleinen Kick, wenn man sowas fotografiert. Weiß auch nicht warum. Das war's jetzt aber im Prinzip von mir, hier vom Ghetto Spot. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und ich sag Servus, euer Sini.